Okay, probieren wir mal 75 Pfund, 7 Meter Entfernung. Ja, ich versuche die 2 cm Ziele zu treffen. So gut es geht, so schnell es geht. Also ich werde es mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben, aber seht selbst. So, 75 Pfund, drei unterschiedliche Fallsorten, unterschiedliche Gewichte. Naja, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Kann man noch ein bisschen an der Visierung spielen, dann ist es noch ein bisschen präziser. Ich habe überwiegend leichte Linkstendenz. Ja, passt. Okay, jetzt probieren wir das Ganze mit 120 Pfund. Auch 7 Meter Entfernung, selben drei Pfeiltypen. Alright. Gut, das Ganze mit 120 Pfund.
Ich würde sagen, das Ergebnis ist kein großer Unterschied. Ich habe jetzt natürlich wieder das Problem gehabt, dass ich die Visierung jetzt wieder ein bisschen zurückstellen musste, weil zwischen 75 und 120 ist doch ein gewaltiger Unterschied. Und da verändert sich auch das Schussbild. Und dementsprechend muss ich dann eben das Red Dot immer anpassen mit rechts, links. Höhe ist natürlich eine ganz eine andere. Während ich bei 75 mit meinem roten Punkt direkt aufs Ziel gehen kann, muss ich bei 120 um einiges tiefer zielen, weil der Pfeil ja eine ganz andere Flugbahn hat, also viel stabiler, viel gerader. Und ja, das variiert dann immer so ein bisschen. Aber ich würde sagen, auf die Entfernung macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt 75 oder 120 Pfund schieße. Okay, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Tja, heute mal ein bisschen 7 Meter Präzision auf die in etwa 2 cm großen Kreise. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe drei verschiedene Sorten Pfeile. Schauen wir mal.
Naja, wie man sieht, für relativ schnell geschossen, recht gute Ergebnisse, gibt mit Sicherheit noch ein bisschen besser. Ich baue jetzt mal um von 120 Pfund auf 75 Pfund und dann vergleichen wir mal das Ergebnis.